Was haben wir denn letztens ge... Ah, genau, das mit den komischen Minotaurus. Genau, und da haben wir die Kinder gefunden. Stimmt. Stimmt, die Bumti. Okay. Hier müssen wir hin. Nee, doch. 31, wir sind 32. Ha, das wird so easy. Racha. Gut. Quest. Da haben wir ein paar neue. Ich schau mal kurz einfach rein. Den Bullen bei den Hörnern packen. Nachdem kann eine. Ja. Ich dachte, wir hätten vielleicht noch ein bisschen mehr. Gut. Ja, das zerlegen wir mal. Ich verstehe echt nicht, warum ich hier so wenig zerlegen kann. Ich will alles zerlegen. So. Oh, ich habe gerade was zerlegt, das 100 mehr Verteidigung gebracht hätte. Wir haben vier Fähigkeitsstufen, Fähigkeitspunkte, aber ich will darauf warten. Das heißt, wir brauchen noch einen Kultisten, aber zu. Ja, Entschuldigung. Zuerst werden wir natürlich den Bullen bei den Hörnern packen. Bullen bei den. Die Bullen. So. Ich bin mal echt gespannt, was das ist. Also, ob das hier jetzt wirklich einfach ein Bulle ist, ein fetter Alpha-Bulle, oder ob das einfach ein verkleideter Typ ist mit einem Bullenkostüm oder irgendwas anderes. Bei Fabelwesen gibt es hier ja nicht, ne? Naja, hier gibt es Atlantis, also wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Also der Flo weiß das auf jeden Fall. Aber der ist ja so cool und verrät es nicht. Weil Flo, die Sarah kommt heute später. Vielleicht könntest du es mir leicht zuzwitschern. Nicht Spaß. Die Quest ist cool. Ja. Alter, weißt du, was geil wäre? Wenn die beiden Statuen zum Leben erwachen würden und ich gegen die beiden dann kämpfen müsste. Das wäre so nice. Na du? Ich habe alles gemacht, was du wolltest und viel mehr. Ich habe alle Abzeichen zusammen. Keine Spiele mehr oder Tricks, um an meine Drachmen zu kommen. Es wird Zeit für den Minotauros. Kein Problem. Wirklich, kein Problem. Doch zuerst. Möchtest du nicht dein fein gearbeitetes Prüfungsandenken zurückkaufen? Dieses Angebot gilt bis. Bei den Göttern! Vielleicht als Geschenk für die Lieben? Oh, der und seine Frau am. Also letzten Montag. Die waren einfach nur gut. Ich werde sie zurückkaufen. Behalte sie. 4200. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich habe. Flo, hast du aufgepasst, wie viel Geld ich habe? Hast du die zurückgekauft? Ich weiß halt gerade nicht, ob das sich lohnt oder nicht. Der Typ im Hintergrund. Wie der immer vorbeischaut. Und weg ist er. Was habe ich heute? Nee. Habe ich was vergessen? Und hier bin ich wieder. Tja, nee. Oh, die Kamera läuft noch. Ach. Nein. Nee, nee, nee. Okay. Ich muss halt auf die andere Seite irgendwie. Aber die Kamera läuft halt nur. Aber die starren sich gerade nur an. Nein. Die läuft halt immer noch. Läuft die noch? Ja. Oh Mann, jetzt redet mal weiter. Jetzt mach mal weiter. Ich will auf die andere Seite. Da habe ich Pfannkuchen. Ich gehe jetzt einfach. Nein. Ach, dann werde ich gefeuert. Ach, also, ich weiß nicht. Okay, ich behalte. Keine
weitere Drachen. Entschuldigung. Oh, aber Heldin, sicher hättest du doch gern etwas, um dich an die Vorprüfungen von Pevki zu erinnern. Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Nun musst du dich der Hauptattraktion stellen, dem Minotauros. Bist du bereit für deinen Untergang? Ja, natürlich. Der geht halt immer noch darum. Ja. Wenn ich mir die Vorprüfungen so ansehe, dann ja, ich bin bereit. Hervorragend! Toll! Ich will, dass ihr den Minotauros besiegt! Du findest die Bestie tief in der Höhle der Mutigen, auf der Dikte-Hochebene. Zwei weitere Krieger haben gerade die Vorprüfungen bestanden. Sprich mit ihnen, um mehr zu erfahren. Sie gehen mit dir, wenn du bereit bist, einen grausamen Tod zu sterben. Du bist einen weiten Weg gegangen. Komm mit uns. Nein, 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 nein. Ich habe Wichtiges zu erledigen. Keramikunterricht und so weiter. Keramik. Ah, wie lustig. Ah. Tja, ein guter Schauspieler ist es. Also ich konnte nicht... ich konnte nicht sagen, ob er jetzt lügt oder nicht. Ah, du suchst etwas. Ja, Verbesserung für mein Schwert. Mhm. 2000, oh, ich habe 3000. Ja, ist wohl besser, dass ich es nicht gemacht habe. Giftscheine. Einfache Pfeile werden erhalten zum Giftding. 2500 und der kostet 2000. Ja, ich mach mal das da, weil das benutze ich am meisten. Werde jetzt gleich noch schnell bei Rocket Turnier spielen. Nicht wunder, wenn ich nicht mehr schreibe, aber ich höre mit. Ja, wunderbar. Dann viel Spaß. Und ja, bis später dann. Ja, gravieren kann ich gerade nicht wirklich verkaufen. Wieso kann ich nicht alle verkaufen? Ja. Na gut. Und ihr werdet dann wohl die Krieger sein. Sieh mal, Bruder, das letzte Mitglied unserer Minotauros Jagdgesellschaft ist da. Wenn die Bestie unsere geballte Macht sieht, wird sie vor Angst aufmuhen. Muhen die denn überhaupt? Wenn es euch recht ist, würde ich gern den tödlichen Hieb ausführen. Oder ach, der ist ja auch dabei. Zumindest hinterher behaupten? Ich bin bereit, mich auf hat eine entscheidende Rolle beim Erteilen des tödlichen Schlags gespielt, runterhandeln zu lassen. Der Todesstoß gehört mir. Jeder von uns kann ihn töten. Also ich denke mal, dass die einfach wegrennen werden. Den tödlichen Streich wird der fähigste und mutigste Krieger im Kampf ausführen. Okay, ich hatte... Dann trage ich die Eingeweide des Minotauros um meinen Hals. Was kann da schon schiefgehen? Wollen wir dann reiten? Erlegen wir den Minotauros. Kassandra ist so gut. In der Höhle der Mutigen auf der Dikte-Hochebene. Lasset die Minoturniere beginnen! Wenn der Minotaurus Menschen ist und neben den Bewohnern von Pevki haust, warum leben sie dann noch? Los! Guter Gedanke, Bruder. Tauchen wir unsere Klinge in Öl und Zucker, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Wahrscheinlich musste er die ganze Zeit diese Sätze üben im Hintergrund. Nur, Bruder, das Heil des Minotaurus. Soll der nicht in einem Labyrinth leben? Nur ein Mythos. Ist der Minotaurus kein Mythos? Nein. Er ist der uneheliche Sohn von König Minos Frau. Halb Stier, halb Mensch. Klingt nach einem Mythos. Ich hörte, Theseus habe den Minotaurus erschlagen. Unmöglich. Hätte Theseus ihn getötet, wie könnte er dann hier sein? Sieh dich vor, Bestie! Bald werde ich nämlich eine Wirbelsäule als Gehstock benutzen. Wir warten kein Ruhm, nur der Tod. Ja, war ja klar. Oh! Nein, nein, nein! Ich wollte doch Bäcker werden! Warte! Ertöten von Monstern ist glorreicher als das Backen von Brot.
Hä? Ich sollte nach meinem Bruder sehen. Das Backgewerbe ist nicht ungefährlich, weißt du? Viel Glück! Ach, Pefki. Heimat der Helden. Ach du Scheiße. Was sind das denn für Trottel? Ich sollte nach meinem Bruder sehen. Gut, dass die Sarah uns letztes Mal hier weggelockt hat. Weil wir waren ja schon mal hier. Was auch da unten wartet, muss ein Monster sein. Ja, nicht unbedingt. Ah, eine Schlange. Diese Leichen wurden von keinem Minotauros gerissen. Sie wurden platziert. Oho, ja. Krass. Das ist ja eine Überraschung. Ah, ist das lustig. So. Vor allem mit Pfeil und Bogen, ne? Also welcher Minotaurus benutzt Pfeil und Bogen? Hat der Minotaurus gerade gehustet? Ich warne dich! Dies ist deine letzte Chance zur Flucht! Ah, da hinten. Oh ja. Ich bin der Minotaurus! Was? Lass dein Hab und Gut fallen und flieh in Furcht! Lass deine Drachmen hier und du wirst verschont. Sonst stirbst du unter meinen Hufen. Fürchte mein Muhen. Schon Angst? Ihr Malakes. Ich steche auf euch ein, bis mir jemand sagt, was hier eigentlich gespielt wird. Ja, das ist irgendwie nicht ganz so gut gelaufen. Oh, na du, Kleiner. So. Ey, hast du mich gerade geschlagen? Mhm. Befrage den Minotaurus. Also die sollten echt besser schauspielen können. Ich meine... Ist es, kam es bisher noch nie vor, dass jemand hierher gekommen ist? Weil sonst müsste der ja ein bisschen besser sein, also seinen Text auf jeden Fall besser können. Ich sagte, grrr. Ach, was soll's. Hallo. Hallo. Es muss kein Blut mehr vergossen werden. Halte deine Hörner fern von mir und erzähl mir, was los ist. Du kannst die Maske absetzen. Leandros? Ich sagte doch, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Ich würde mich freuen, alle Ausgaben, die während... Bitte, es geht um meine Tochter Amara. Maskierte Männer halten sie tief in den Schluchten der Dikte-Hochebene gefangen. Maskierte Männer? Was für Masken? Weiß wie Marmor und Blut läuft aus ihren Augen. Unheimlich. Der Kult. Sie kontrollieren alles in Pefki. Und locken Helden mit dem Versprechen auf Ruhm für das Erlegen des Minotaurus her. Nur, um sie dann hier im Dunkeln in einen Hinterhalt zu locken. Wenn ich nicht tue, was sie sagen, stirbt Amara, wenn ich die Maske abnehme. Oder es meiner Frau sage. Oder um Hilfe bitte. Stirbt sie. Erzähl mir von deiner Tochter. Amara.
Der Klang ihres Lachens ist wie ein Sonnenstrahl auf meiner Haut. Sie ist reinste Freude. Eines Nachts entrissen mir die Maskierten diese Freude. Sie brauchten meine silberne Zunge, um reiche Krieger zu den Prüfungen zu locken. Durch Amara hatten sie die Macht, mich zu kontrollieren. Silberne Zunge, mhm. Du sagtest, der Kult, die maskierten Männer, brachten deine Tochter in die Schluchten der Dikte-Hochebene. Es gibt dort sehr viele Schluchten. Doch nur in einer ist Amara. Der Ort heißt Zagros. Es ist eine alte Ruine und das Lager der Maskierten. Ich gehe jede Nacht dorthin, in der Hoffnung, einen Blick auf Amara zu erhaschen. Doch es gelang mir nie. Ich fürchte, sie wird unter der Erde gefangen gehalten, ohne Tageslicht. Wie viele Männer hast du mit einem Lächeln und netten Worten in den Tod geschickt? Tausende. Mehr. What? Aber ihre Leben sind wertlos gegen meine Amara. Sie ist alles, was ich habe. Doch jetzt habe ich dich, oder? Du kannst sie aus den Händen dieser Malakes befreien. Alter, der hat Tausende in den Tod geschickt? Was? Wow. Du kannst immer noch tapfer sein. Du bist ein Feigling. Ja, mach mir mal ein bisschen positiv. Sag mir, welches Gesicht würde Amara bei ihrer Rettung sehen wollen? Meines oder das ihres Vaters? Sei mutig. Mutig? Ja, du hast ja recht. Was auch passiert, ich muss Amara beistehen. Bitte, wirst du mit mir kommen? Ja, natürlich, sonst stirbt er ja. Wir retten deine Tochter. Gemeinsam. Ich danke dir. Triff mich bei den Ruinen von Zagros auf der Dikte-Hochebene. Dort ist meine Tochter und dort muss ich hin. Diese maskierten Männer sind gut organisiert und furchtlos. Ihre größte Waffe ist keine Klinge, sondern unsere Gier. Jeder Händler, Mann und Sklave, verdient bei diesem Spiel genug. Ich hätte, bevor ich mit ihnen geredet habe, hätte ich hier alles looten sollen. Dammit! Jetzt ist er weiter prabbelnd einfach so weitergegangen. Ich denke mal, dass wir jetzt alles haben. So. Gut. Ja, da sind noch ein paar Sachen. Komm. Aber das lasse ich jetzt einfach da. Gut. Also ich komme auf jeden Fall trotzdem zu meinen Splittern. Und dann kann ich ja den Speer auf Stufe 5 hochtunen. Das wäre mir sehr lieb. Gut, wo ist er denn hin? Also hier unter den Steinen ist er nicht. Das ist er, glaube ich, auch nicht. Wie schnell ist er denn? Da oben war noch ein Eisending. So. Gut. Aber das war ja irgendwie klar, dass es den Minotaurus nicht gibt. Weil der hat ja die ganze Zeit so ausweichend dann reagiert. So. Der Bulle war einmal. Hui, hui. Na komm. Und weiter. So, sehr schön. Es ist nicht der echte Minotaurus. Ich bin's nur, Liandros. Ernsthaft? Endlich. Ich dachte schon, ich müsste allein kämpfen. Ich stehe an deiner Seite, Liandros. Was heute auch passiert, Amara wird stolz auf ihren Vater sein. Ich sehe, du bist noch ein Minotaurus. Mit dieser Maske stellte ich mich den tödlichsten Kriegern der Welt. Gut, ich sollte sie nur mit meinem Brüllen und den Drohgebärden ablenken, damit man sie von hinten überfallen und abstechen konnte. Aber sie erfüllt mich mit dem nötigen Mut. Wow, du siehst lächerlich aus, du siehst tapfer aus.
Das hier sieht ein bisschen eklig aus, aber okay. Wir machen ihnen mal Mut. Mit dir legt sich keiner an. Es ist mir eine Ehre, an der Seite des Minotauros zu kämpfen. Ja, ja! Lass das bitte. Sie müssen sie unterirdisch gefangen halten. Mit Hufen und Heldenmut werden wir sie retten. Sag, lass das bitte. Gemacht. Wie sollen wir vorgehen? Hey, Sarah. Wie immer zu nett zu Idioten. Ja, ich wollte ihn halt ein bisschen aufbauen, aber viel zu gut so. Lass das bitte. Wir sollten heimlich vorgehen, wir stürmen sie. Ich bin noch nicht bereit. Natürlich heimlich. Leise. Ich schleiche rein. Bleib hier, bis es sicher ist. Ich kann auch leise sein. Du hast Hörner. Ah. Geh, ich lenke die Wachen für dich ab. Wo ist euer Ehrgefühl, ihr Malakes? Alter, ich komm nicht klar. Ich komm sowas von nicht klar. Wie war das mit heimlich und still und so? Hallo, ich bin der Minotauros. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Ah, okay, sie sind wieder da. Alter, ich dachte gerade. Bist du mal dran? Ich dachte gerade, der greift mich an. Ja, wie war das mit still und leise? Kann der Typ sterben? Ich habe mein Leben nicht mehr gesehen. Ah, ich hatte die Cam nicht an, deswegen. Habt ihr mein Leben? Nee, aber du? Ja, okay. Aber er kann nicht sterben, das ist gut. Ich bin sehr, sehr müde. Wo ist euer Ehrgefühl, ihr Malakes? Der Minotauros ruft euch. Kommt und stellt euch. Beweist euren Mut. Indem ihr die Sicherheit eurer uneinnehmbaren Festung verlasst und nicht verlasst. Nein, macht es aus, auf! Hallo! Der Minotauros! Wow, der hat es sogar nicht. Oh Gott, ich dachte, der hätte das gesehen. Oh. Ja, mach doch. Naja, egal. So. Aua. So. Bisschen egal. Alter. Gut. Also am Anfang war es ein bisschen einfacher. Denkst du, du kannst es sagen?
Ja, doch, doch, doch. Ich gehe davon aus. Du lässt nicht locker. So, wo ist denn der? Da ist er. Oh Gott. Wenn ich dir sage, wie ich es gemacht habe, dann wirst du schmollen. Mach mal. So. Profischütze. Danke, aber eher weniger. So, begib dich zur unterirdischen Höhle.